Dieses öffnen wir die Bohnendose und schütten die Flüssigkeit ab. Die Bohnen geben wir dann in eine Schüssel und schneiden den Feta auf. Diesen schneiden wir in schöne Würfel. Und geben ihn dann mit in die Schüssel. Dann eine Zwiebel in kleine Stückchen schneiden und ebenfalls in die Schüssel geben. Als letzte Zutat dann noch eine Knoblauchzehe, möglichst klein hacken und ebenfalls hinzugeben. Man kann sie allerdings auch pressen. Das Ganze dann gut durchrühren und schon kann man sich dem Dressing widmen. Dieses machen wir zunächst mit einem Esslöffel Senf, dann 3 Esslöffel Essig und 4 Esslöffel Olivenöl. Dazu dann Salz und Pfeffer. Das Ganze gut durchrühren, noch ein wenig Basilikum hinzu und fertig ist das Dressing. Jetzt noch über den Salat geben, gut durchmischen und fertig ist unser rote Bohnensalat. Danke fürs Anschauen und natürlich liken und abonnieren. Guten Appetit!